Ist das gut so? Ja, hallo, guten Morgen. Hallo. Guten Morgen. Wir tun jetzt aufzeichnen, weil wir ja gar nicht zusammenkommen können und am Montag machen wir eben unseren Blogbeitrag. Deswegen dringende Frage an die: Was lassen die gerade zur Zeit aufleben? Jawohl, dringende Frage, Angelika. Aber aufleben lässt mich schon die Hoffnung. Also ich habe ganz, ganz große Hoffnung, dass wir aufwachen nach dieser Corona-Zeit, dass es dann eine bessere ist, dass die Menschen, also ich hoffe und ich glaube sehr stark, oder ich glaube sehr stark an den Menschen, dass das einfach danach eine bessere Zeit ist, eine bessere Gesellschaft, eine bessere Welt vielleicht sogar. Kann ein bisschen naiv sein, das weiß ich schon, aber ja, vielleicht schwemmt es auch den ganzen Irrsinn aus, Angelika. Das lässt mich gerade momentan ein bisschen aufleben. Mhm. Und bei dir? Wie schaut das bei dir aus? Ja, also ganz so weit bin ich jetzt noch gar nicht. Ich versuche jetzt gerade mal mit der neu veränderten Situation zurechtzukommen. Also irgendwie ist es ein großes Stück Freiheit und auch ein Luxus, weil ich in einem Haus lebe, ich einen Garten habe, ich mich gerade nicht um kleine Kinder kümmern muss, sondern einfach für Lebensqualität da bin und da Telefonate mache und Menschen unterstützen kann. Aber es ist so ein Stück Freiheit, aber es ist auch sehr, sehr ungewohnt. Also mir das von außen sagen zu lassen, wie viel ich tun darf. Aber ich finde es spannend und aufleben lässt mir eben auch so dieser Umgang mit der Herausforderung. Also ich erlebe schon als Herausforderung, dass es zum Beispiel, wenn man eine Nasen-Mund-Schutzmaske, so heißt es, oder? Aufhat, dass ja davon eigentlich nicht der Kontakt zum Menschen zur Gänze beeinträchtigt ist. Ich kann auf Distanz sein und ich kann trotzdem Menschen nahe sein. Und an dem bin ich gerade ganz fest dran, also dass man schon Menschen in die Augen schauen darf, trotzdem. Aber das verschmitzte Lachen sieht man ja nicht mit diesen Mundschutzmasken. Kannst du ja probieren. Ja. Wir dürfen ja die Hand nicht ins Gesicht tun, aber wenn man so, tu mal deine Hand vor, so niederumgreifen wahrscheinlich so. Kann schon nur verschmitzt sein, oder? Also ich glaube, dass die Augen eine neue Qualität kriegen. Mit welcher Herausforderung tust jetzt du gerade so benannt? Kurze Antwort, weil so lange können wir ja nicht reden für unsere. Ja. Herausforderung ist schon, dass die Menschen, die mir wichtig sind, dass ich denen eigentlich aus dem Weg gehen muss. Ich muss die Menschen, die ich gerne um mich habe, ich kann schon diesen Kontakt aufrechterhalten mit Telefon und mit Videotelefonie. Aber eigentlich müssen wir sie aus dem Weg gehen. Und dafür ist der Mensch ja nicht gemacht. Dafür bin ich ja nicht gemacht. Also ich kämpfe da schon sehr mit diesem Social Distancing oder wie auch immer man das nennt. Das finde ich große Herausforderung, zeigt mir aber auch, wer oder was mir eigentlich gerade wichtig ist. Also es sortiert, das schließt ein bisschen an bei dem, was du denkst, oder? Was du am Anfang gesagt hast, oder? Also diese Hoffnung, dass sich da auch was tun wird, oder? Also das heißt, es wird ja hoffentlich nicht so lang sein, dass sich automatisch alles neu aufstellen wird. Aber ich denke mir schon, dass viel in Bewegung gehen kann. Aber es bleibt ja irgendwie immer gleich, dass man selber was tun muss, oder? Und wir können jetzt so abschließen und wünschen unseren lieben Leserinnen und Leser was? Mhm. Ja, was wünscht man denn? Bisschen Gelassenheit vielleicht. Ja. Zuversicht wünschen wir Ihnen. Zuversicht. Ja. Mut. Mut. Mut zur also, Gelassenheit. Ja. Okay, dann bis später. Ciao, alles Gute.